Was bedeutet Verbraucherbildung? Schule bereitet Kinder und Jugendliche auf das Leben vor. Auch der Erwerb von Konsum- und Alltagskompetenzen spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn junge Menschen wachsen heute in einer vielfältigen Konsumwelt auf, in der sie sich als Verbraucherinnen und Verbraucher erst einmal zurechtfinden müssen. Die vier Felder der Verbraucherbildung, also nachhaltiger Konsum, Ernährung und Gesundheit, Medien sowie Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht, helfen bei der Orientierung. Sie lassen sich gut in bestehende Fächer integrieren. Als Lehrkräfte kommen sie täglich mit der Lebenswelt ihrer Schülerinnen und Schüler in Berührung und unterstützen sie dabei, sich Alltags- und Konsumkompetenzen anzueignen. Die Kultusminister einigten sich im Jahr 2013 darauf, Verbraucherbildung in die Lehr- und Bildungspläne zu integrieren. Um Sie als Lehrkraft bei der Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband den Materialkompass ins Leben gerufen. Der Materialkompass empfiehlt Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung, bewertet von unabhängigen Expertinnen und Experten. Verbraucherbildung gehört in den Unterricht. Den Materialkompass und weitere Tipps zur Unterrichtsgestaltung finden Sie auf www.verbraucherbildung.de.